Die Frühstücksecke meiner Freundin ist mal prall gefüllt mit allen möglichen Sachen, auch Hafer und Co. Und jetzt gibt's auch was für mich. Snickers-Hafer mit Mandelcreme. Ja, das scheint ein Testprodukt zu sein oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir finden es vielleicht jetzt im Test heraus. Willkommen bei der Food Show. Ihr am Vorspann habt das schon gesehen. Snickers-Hafer-Mandelcreme. Was hat es damit auf sich? Jetzt denken sich ja einige, geil, wo gibt's das? Wo kann ich das kaufen? Ich kann euch sagen, nicht im Supermarkt. Ja, vielleicht doch. Vielleicht bei eurem Supermarkt um die Ecke. Aber ich kann es euch nicht versprechen, es scheint sich um ein Testprodukt zu handeln. Ich habe es von einer lieben Dame von Instagram, die auch einen eigenen Blog hat. Ich weiß, dass sie Friederike heißt. Wenn Friederike das Video schaut, schreibt wieder gerne unten in die Kommentare rein. Warum wieder, sage ich euch gleich. Ich habe nämlich ein anderes Produkt von ihr noch getestet. Schreibt es unten in die Kommentare. Da gerne deinen Instagram-Namen, wenn die Leute dir da auch folgen sollen. Oder gerne deine Blogseite, denn sie betreut auch einen kleinen Internetblog. Die hat mir das zugesandt. Ich habe ihr das natürlich bezahlt. Sie hat natürlich auch einen kleinen Bonus oben drauf bekommen. Also hat sie 10 Euro bekommen und hat mir diese Riegel besorgt mit Versand, allem drum und dran. Hat super geklappt. Sie hat die bei Edeka an der Kasse gefunden. Bei Edeka an der Kasse. Nicht deutschlandweit. Es scheint sich hier wirklich um einen Test zu handeln. Weil dieses Produkt ist in einer Papierverpackung. Das hat mich nämlich in dem Moment total drauf schließen lassen. Das gibt's nicht. Ich habe schon recherchiert in Mars Presseportal. Ich war auf Snickers.de. Ich habe also wirklich alles mögliche abgesucht. Ich finde nichts zu diesem Produkt. Ich habe Mars schon angeschrieben. Bei dem anderen Video, was gemacht hat es noch nicht gemacht. Hier habe ich sie jetzt angeschrieben und hoffe auf Antwort zu bekommen. Wenn ich die weiß, ergänze ich das gerne in den Kommentaren oder ihr erfahrt es vielleicht auf Instagram und Co. Ja, ein Snickers mit Hafer. Klingt interessant und Mandelcreme zusätzlich. Ich mache euch ein bisschen Platz. 30% weniger Zucker. Ihr seht jetzt mal die Zutaten und die Nährwerte. Also Milchschokolade mit Mandelcreme-Füllung, Karamellkern mit Hafer und Erdnüssen. Ich gucke mal gerade ab wann. Sonnenblumenöl. Ach, doch, da ist Palmfett. Ah, ich dachte gerade, die haben auf Palmfett verzichtet, weil ich Sonnenblumenöl schon gefunden hatte. Also Palmfett kommt ein bisschen weiter unten, aber dafür kommt dann auch mal Palmkernfett. Also sie hätten fast auf Palmöl verzichten können. Das wäre schon cool gewesen. Kalorien? 486. Ja, war zu erwarten. Hier sind zwei von diesen Squares drin. Einer wiegt 18,25 Gramm. Also ist an sich noch okay. Jetzt ist nur wichtig, sieht es denn auch lecker aus und am Ende schmeckt es auch lecker. Ich habe schon ein anderes Produkt davon probiert. Das Produkt habe ich auch hier. Ich kann es euch einmal ganz kurz zeigen. Da. Am Ende seht ihr das nochmal richtig. Oh, ihr müsst Stau zurückdrehen, aber ihr seht es gleich nochmal richtig. Das war schon sehr, sehr lecker. Jetzt bin ich gespannt, was das gleich kann. Also ab in die Nahaufnahme und dann ins Verkosten. Und hier haben wir sie jetzt. Ja, und ihr seht, das sind diese kleinen Würfel, die nicht so groß sind, also wirklich so halber Daumengröße. Und so schaut es dann von innen aus. Ja, und ihr seht halt, es ist wirklich ungewohnt. Auch in dieser Creme sind so Stücken drin. Das müsstet ihr, glaube ich, jetzt ganz gut sehen können. Ich hoffe, der Fokus nimmt das schön. Unten seht ihr den Hafer, innen drin diese Mandelcreme. Also ist wirklich nicht so klassisch. Ja, näher ran komme ich leider nicht. Aber ihr seht das, glaube ich. Es sieht anders aus und ich bin jetzt echt gleich gespannt darauf, wie das so schmeckt. Das Snickers Hafer Mandelcreme. Darum zurück ins Probieren. Und jetzt seid ihr wieder da. Ja, und jetzt probieren wir es. Ich bin gespannt, was es kann. Optisch sieht es gut aus. Das muss man eben einfach lassen. Das sieht lecker aus. Also das sieht ein bisschen gesund aus, muss man sagen. Aber es sieht auch lecker aus. Es riecht wie ein klassisches Snickers. Ich bin jetzt echt gespannt. Ist leicht salzig, das Karamell ist schön, also schön zäh. Vielleicht ein Tick zu zäh, das Karamell. Mit der Mandelcreme zusammen. Auf jeden Fall interessant. Ich finde es wirklich ganz schön, das Salz ist wirklich leicht präsent und gibt dieser Süße, die gar nicht so extrem ist. Es ist komischerweise gar nicht so süß, wie ich es erwartet habe. Das ist so eine schöne Abrundung. Es ist lecker. Es schmeckt ein bisschen gesund. Also, es ist wirklich, ich weiß nicht, ob das eine Gesundlinie ist. Also, es hat ja weniger Zucker. Das finde ich schon mal gut. Darum schmeckt das vielleicht nicht mehr so süß. Es hat wirklich so einen leichten
Healthy-Charakter. Es ist kein Healthy-Riegel, es ist kein gesunder Riegel. Aber so vom Essen ist es einfach nicht so ein übersüßtes Snickers. Ist Snickers, ne? Ja, nicht, dass ich jetzt falsch sage, das ist ein Mars oder so. Nein, es geht nur um dieses Snickers. Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant mit dieser Papierverpackung, allen drum und dran. Ich würde sagen, es fängt mich nicht ganz. Das andere Produkt hat mich mehr gefangen. Ich würde hier sagen, 4 von 5 Punkten. Es ist aber ein sehr leckeres Ding. Und einer von diesen Sondereditionen, wo ich sagen würde, ja, die ist für dich gut. Also es gab ja auch dieses Snickers Crisp und so, also dieses mit den, auch in den Squares, wo nur die Dinger drin sind. Das fand ich so, okay, ist da, aber ist nicht geil. Ein klassisches Snickers finde ich immer noch mega. Ich liebe auch die Celebration Snickers, diese kleinen. Das finde ich mega, weil das einfach so zum Snacken total geil ist, bevor man so einen großen Riegel isst. Darum fangen die ja auch momentan an mit diesen Squares, also mit diesen halben Dingern, weil die es mitbekommen haben, dass viele gar nicht mehr diesen ganzen Riegel essen. Also das hier auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Snickers scheint ein Testprodukt zu sein. Wird, denke ich mal, wenn es gut läuft, dann auftauchen. Wie gesagt, bei Edeka vereinzelt in Deutschland an den Kassen. Sehr, sehr vereinzelt. Also bitte jetzt nicht in euren Edeka und da Randale schieben, weil es das nicht gibt. Der Edeka-Markt weiß vielleicht gar nicht, dass es das gibt. Das sind manchmal wirklich nur so 10, 15 Testmärkte in ganz Deutschland. Und wenn ihr noch ein anderes Produkt sehen wollt, was auch im Test ist, auch vom gleichen Konzern, Twix. Twix-Hafer gibt es auch, dafür gibt es ein paralleles Video, das habt ihr vielleicht schon gesehen, vielleicht auch noch nicht. Das kommt darauf an, welches Video ich zuerst freigeschaltet habe. Das Video werdet ihr auch sehen und ich kann euch sagen, das Produkt war geschmacklich fast bestwert. Also es ist echt sehr überraschend gewesen und eine Sache hat mich hier dran sehr überrascht, es steht hier drauf mit Honig. Warum das mich so überrascht hat, seht ihr in diesem Video, wenn ihr euch das auch anschaut. Ich finde es sehr interessant, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, Papierverpackung, dieser neue Versuch. Und wie gesagt, wenn die Frederike unten das reinschreibt, dann könnt ihr bei ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Wir sind in eines der nächsten Videos bei der Foodshow. Gerne Feedback zum Produkt. Würdet ihr es probieren? Wie findet ihr das, was da probiert wird? Und ja, gerne Feedback auch zur Kamera. Das freut mich natürlich immer besonders, denn ich kann euch nochmal zeigen, ich könnte euch jetzt zeigen, wie toll dieser Fokus einfach funktioniert. Zack. Ach. Ich finde es schön. Aber Feedback zur Kamera ist wichtig wegen Beleuchtung und Ton und Co. Ich muss einfach Feedback von euch sammeln, denn ich kann mich noch entscheiden, das Produkt zu behalten oder nicht. Darum. Aber jetzt danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Bob.